und herzlich willkommen. Der Titel des heutigen Videos ist eine Frage, die ich einfach total oft gestellt bekomme. Und zwar, woher bekomme ich meine Vitamine, wenn alles gekocht ist? Und weil ich die Frage so oft gestellt bekomme, habe ich mir gedacht, ich mache einfach ein extra Video dazu. Ich habe zwar schon auch versucht, in Blogartikeln das zu beantworten, aber es schadet nicht, das immer wieder mal zu erwähnen, weil es einfach so häufig zu Sorgen auch führt, verständlicherweise, weil wir haben alle gelernt, Vitamine sind super wichtig und Vitamine bekommt man am besten durch Rohkost, durch rohes Obst, rohes Gemüse, und wenn man kocht, dann gehen die Vitamine verloren und dann sind wir vielleicht schlecht versorgt. Und also das ist natürlich berechtigter Zweifel, berechtigte Sorge, und ich möchte heute versuchen, dir diese Sorge zu nehmen, falls du sie auch hast. Einerseits versteckt sich schon mal ein Missverständnis in dieser Frage, nämlich, dass alles gekocht sein muss in der Ernährung nach der traditionellen chinesischen Medizin, also in der TCM-Ernährung, für die ich ja stehe sozusagen. Also in der TCM-Ernährung stimmt es schon, dass der überwiegende Anteil der Nahrung gekocht sein sollte, weil unsere Verdauung mit Wärme funktioniert und unser Verdauungsfeuer immer sozusagen am Brennen gehalten werden sollte mit vorwiegend gekochter Nahrung. Was allerdings nicht stimmt und was eben das Missverständnis ist, ist, dass Rohkost sozusagen böse ist, dass Rohkost verboten ist, dass Rohkost laut TCM ungesund ist. So ist es nicht. Also Rohkost hat genauso seinen Anteil an einer gesunden Ernährung nach der traditionellen chinesischen Medizin, aber halt in einem viel kleineren Ausmaß, als wir das im Westen sozusagen gelernt haben oder wie wir halt sozusagen aufgezogen worden sind. Das heißt, Rohkost ist nicht verboten, du kannst ruhig rohes Obst, rohes Gemüse, Salat und so weiter essen. Das hat durchaus seinen Stellenwert in der TCM, nur es sollte eben das gekochte Essen im Übermaß sein. Also sollte einfach der größere Anteil der Ernährung sollte auf gekochtem Essen beruhen. Und das gilt auch im Sommer. In der TCM, das ist ja das Nächste, was viele, die mit der TCM beginnen, nicht wissen, ist, dass es in der TCM diese Begriffe auch gar nicht gibt. In der TCM gibt es nicht Vitamine, Kohlenhydrate, Eiweiß, Mineralstoffe oder Kalorien, sondern in der TCM geht es immer nur um die energetische Wirkung der Nahrungsmittel. Das heißt, das ist eigentlich schon fast das zweite Missverständnis, wobei Missverständnis einfach, das weiß man halt nicht, dass es in dieser Frage, abgesehen davon, dass eben nicht alles gekocht sein muss, sondern man kann ruhig auch Rohkost essen in der TCM, ist es halt auch so, dass es den Begriff Vitamine gar nicht gibt. Dass es sozusagen wirklich ein ganz anderes System ist als unsere westliche Ernährung, als unsere westliche Ernährungslehre. Das heißt, in der TCM lernt man, dass man einfach bunt essen soll. Viele verschiedene Farben, frische, saisonale Nahrungsmittel im Idealfall, und dann bist du auf jeden Fall gut versorgt. Das heißt, es ist auch ein sehr entspannender Zugang, finde ich, ein entspannender, leichter Zugang, dass wir uns überhaupt nicht so viel darüber Sorgen machen müssen oder nachdenken müssen, wo ist jetzt genau was drinnen, wo ist das Vitamin B6 drinnen, wo ist das Vitamin C drinnen, wo ist Kalzium drinnen und so weiter. Sondern wir essen einfach bunt, was Rotes, was Grünes, was Gelbes, was Oranges, was Weißes und so weiter. Und schauen, dass wir die Nahrungsmittel essen, die bei uns gerade Saison haben, die gerade reif sind. Das heißt Tomaten und Gurken zum Beispiel im Sommer, im Winter dann eher die Kohlarten und so weiter. Und dementsprechend sind wir dann einfach gut versorgt. Wir müssen uns dann nicht so viele Gedanken machen, wo was drinnen ist. Das gibt es in der TCM gar nicht, diese Begriffe. Genauso wenige Kohlenhydrate und Eiweiß. Das ist auch einfach eine ganz andere Richtung. Aber da ich natürlich hier im Westen lebe und eben mit diesen Fragen regelmäßig auch konfrontiert werde, auch diese Sache, wie viel Eiweiß soll ich essen, wie viel Kohlenhydrate sind, gibt es das auch, dass man zu viel Kohlenhydrate isst und so weiter, weil ja die TCM auch traditionell recht getreidelastig ist und eher Fleisch und so weiter auch ein bisschen eine geringere Rolle spielt. So gibt es da keine gescheite Antwort in der TCM, weil es einfach die ganzen Begriffe nicht gibt. Und deswegen gilt es sowohl
Also gilt bei den Vitaminen einerseits eben, dass man sich einfach möglichst bunt ernährt und saisonal und auch abwechslungsreich. Abwechslung ist immer gut. Du wirst keine Mängel bekommen, wenn du dich halbwegs abwechslungsreich ernährst. Und genauso für die Vitamine wie auch eben für diese ganzen Fragen, wie viel Eiweiß soll ich essen, wie viel Kohlenhydrate und so weiter, gilt halt in der TCM ganz stark. Es kommt auf deine Verdauungsleistung an. Das heißt, es kommt auf deine individuelle Verdauungskraft an und auf deinen individuellen Stoffwechsel, welche Mengen du da brauchst, wie viel du überhaupt brauchst zum Essen und auch zum Beispiel, wie viel Eiweiß für dich günstig ist. Das heißt, da schaut man einerseits darauf, wie geht es deiner Verdauung und andererseits auch darauf, was macht dich satt und zufrieden. Das heißt, wieder auch die Intuition des Körpers zu stärken und sich da mehr zu vertrauen, auch dem, auf was habe ich gerade Lust, auf was habe ich Gusto, auf was habe ich Appetit. Und sich auch immer mehr auf das verlassen und darauf, dass dein Körper dir zeigen wird, wie viel er von was braucht und was ihm gut tut. Und da kannst du einfach auch darauf schauen, wie kannst du die Sachen verdauen. Und das ist eben auch so ein ganz wichtiger Aspekt bei der Rohkost. Rohes Gemüse, rohes Obst hat natürlich westlich gesehen mehr Vitamine als gekochtes Obst und gekochtes Gemüse. Die Frage ist nur, wie gut kannst du das auch aufnehmen und verstoffwechseln und umwandeln im Körper? Und das gilt natürlich auch für die ganzen Supplementierungen mit Nahrungsergänzungsmitteln. Also wenn wir Vitamintabletten nehmen und so weiter, Multivitaminpräparate, das ist zwar alles schön und gut, die Frage ist nur, wie gut kannst du das überhaupt aufnehmen? Und wenn du Verdauungsprobleme hast, hallo Bettina, guten Morgen. Wenn du Verdauungsprobleme hast, wie es so viele von uns halt haben, weil wir durch unseren westlichen Lebensstil mit viel Stress und Mahlzeiten auslassen, zu schnell essen, Industriekost, zu viel Zucker und so weiter, einfach Medikamente auch, einfach schon stark unsere Verdauung meistens beansprucht haben und deswegen viele von uns nicht mehr die ideale Darmflora haben und die ideale Verdauung. Das heißt, viele von uns kämpfen eben mit Blähungen, mit Unverträglichkeiten, Intoleranzen, mit breiigen Stühlen, mit Völlegefühl und so weiter, Verstopfung. Also das kommt mir vor, es ist sehr weit verbreitet, wobei natürlich sehe ich das durch meine Brille in meiner Blase, weil natürlich kommen die Leute zu mir zur TCM-Ernährungsberatung bzw. zu meinen Online-Kursen, weil ich mache keine 1-zu-1-Beratungen mehr, sondern nur meine Online-Kurse. Es kommen die Leute zu mir, die halt Verdauungsprobleme haben, ganz oft. Und deswegen mag es sein, dass es doch nicht so verbreitet ist, wie es mir vorkommt, aber mir kommt es so vor, als ob es sehr verbreitet ist, Verdauungsprobleme. Aber dass es eben dass viele Leute nicht drüber nachdenken und das für normal nehmen. Das gehört halt dazu und es ist halt, man hat halt zwischendurch Bauchweh und man hat halt Durchfall immer wieder. Das gehört einfach dazu, das ist egal. Ich war früher genauso, ich habe auch das früher einfach nicht beachtet und mir war wichtiger, dass ich meine Schokolade essen kann und mein Fastfood. Und was meine Verdauung dazu gesagt hat, war mir relativ egal und ich habe nicht drüber nachgedacht, dass das eigentlich kein gutes Zeichen ist, wenn ich öfter Bauchweh habe und so weiter. Auf jeden Fall, wenn du auf deine Verdauung achtest, dann wirst du auch merken, wie gut kannst du zum Beispiel das rohe Gemüse, den Obstteller, den großen Salat aus Gurke, Tomate und grünem Salat, Zwiebeln etc., wie kannst du das überhaupt verdauen? Liegt dir das eher im Magen? Kriegst du Blähungen danach und das ist halt relativ oft der Fall. Nach TCM ist Rohkost einfach abkühlend und wenn man es kocht, wird es wärmer und dadurch leichter bekömmlich. Das heißt, rohes Obst, rohes Gemüse gilt in der TCM als schwerer bekömmlich als die gekochten Varianten. Und was da super interessant ist, ist, dass die Vitamine aus westlicher Sicht jetzt teilweise besser aufgenommen werden können, wenn das entsprechende Gemüse gekocht ist.
Ein Beispiel dafür ist das Beta-Carotin. Also da gehen wir jetzt in den westlichen Bereich, hat nichts mit der TCM zu tun. Beta-Carotin ist die Vorstufe von Vitamin A. Das heißt, das kann der Körper in Vitamin A verwandeln, wenn du Beta-Carotin isst. Das ist ganz in ganz vielen Gemüsearten drinnen, die einfach verschiedene Farben haben, so wie Paprika, Spinat, natürlich Karotten und so weiter. Und Tomaten auch. Und gerade bei Karotten ist es so, dass aus den rohen Karotten zum Beispiel dieses Beta-Carotin gar nicht gut aufnehmbar ist, jetzt westlich gesehen, sondern wenn die Karotten gekocht sind, wenn sie verarbeitet sind, ist es viel, viel besser, viel mehr davon aufnehmbar für den Körper als aus dem rohen Karotte. Dasselbe gilt auch für die Tomaten. Da gibt es auch einen bestimmten Stoff, der aus verarbeiteten, gekochten Tomaten viel besser, viel leichter aufnehmbar ist als aus den rohen Tomaten. Und ich finde es interessant, weil das eben mit der TCM da schön zusammenpasst, dass eben gekochtes Gemüse, die guten Inhaltsstoffe, in der TCM würde man sagen, das Qi aus der Nahrung ist viel leichter umsetzbar, wenn die Nahrung gekocht ist. Und wenn du jetzt aber eine stabile Verdauung hast und du auch nicht unter innerer Kälte leidest, weil eben Rohkost auch abkühlend ist, besonders Sommerrohkost, wie Gurke, Tomate, Zucchini, Wassermelone, aber auch Orangen und so weiter. Wasserhaltiges Gemüse, wasserhaltiges Obst, die sind sehr abkühlend. Das heißt, das ist das nächste, Verdauung und innere Kälte. Das heißt, bei Verdauungsproblemen, vor allem welche, die mit Feuchtigkeit zu tun haben, wie Neigung zu Durchfällen, Brei-Gestühle, Blähungen, aber auch sonst einfach Magenschmerzen. Die werden genauso eine Indikation, weniger Rohkost zu essen, als eben auch die innere Kälte. Wenn du ein Typ bist, dem leicht kalt ist, der vielleicht auch im Sommer lieber gerne einen Schal am Abend hat oder ein kleines Tuch um den Hals oder jemand, der oft kalte Füße hat, dann ist für dich Rohkost auch nicht so gut geeignet. Wenn du hingegen jemand bist, dem eher immer heiß ist und vielleicht auch jemand, der sehr trocken ist, also mit trockenem Stuhl, Verstopfungsneigung, trockener Haut und so weiter. Vielleicht auch so, also keine Wasseransammlungen im Körper, eher vielleicht ein bisschen untergewichtig, keine Ödeme, kein Übergewicht und so weiter. Wenn du so der Typ bist und wenn du eben einfach auch eine stabile Verdauung hast, dann kannst du natürlich ruhig Rohkost auch mehr essen. Es ist also sehr individuell unterschiedlich. Es gibt nicht den Tipp, dass jeder so und so viel Rohkost essen sollte oder so und so wenig Rohkost essen sollte. Es kommt immer darauf an, was du für ein Typ bist, was du für eine Konstitution hast, was du für einen Stoffwechsel hast. Und wenn du eben auf Rohkost, wenn du gerne Rohkost isst und auch gerne jetzt gerade im Sommer das frische Obst und so weiter genießen willst, dann wäre der Tipp, das eher in der ersten Tageshälfte zu machen, das heißt bis zum frühen Nachmittag und nicht mehr am Abend, weil am Abend die Verdauungsleistung einfach schon runtergefahren ist und nicht mehr so gut arbeitet wie zum Mittag und in der Früh. Und das heißt, am Abend würde ich keinen großen Salat mehr essen, sondern am Abend dann eher versuchen, was Gekochtes, was du im Sommer übrigens nicht heiß essen musst, wieder ein anderes Missverständnis, nur so nebenbei. Du kannst also das gekochte Essen auch lauwarm oder abgekühlt essen, so wie ein Kartoffelsalat oder andere gekochte Salate. Es gilt immer noch als gekochtes Essen und ist sehr gut fürs Verdauungsfeuer. Also die Rohkost würde ich bis zum Nachmittag essen und am Abend eher nicht mehr, um eben die Verdauung ein bisschen da zu unterstützen. Und was ich halt total gern mache, ist, dass ich frisches Obst, frisches Sommerobst zu meinem gekochten Frühstücksbrei dazugebe, zum Beispiel zum Porridge oder zum Grießbrei. Eine Nektarine reinschneiden, ein paar Blaubeeren dazugeben, ein bisschen Wassermelone zum Reis mache ich total gern. Also so das, da holst du dir sozusagen die erfrischende, kühlende Wirkung und auch die Vitamine des rohen Obstes, aber durch die Kombination mit etwas Gekochten schonst du dabei deine Verdauung und hilfst ihr, dass sie diese ganzen guten, tollen Nährstoffe auch gut umsetzen kann. Das heißt, Vitamine bekommst du nicht nur aus der Rohkost, sondern auch aus gekochtem Essen. Wie vorher erwähnt, beim Beta-Carotin, da gibt es noch andere Beispiele, dass du Vitamine auch bekommst
aus gekochtem Essen. Es ist ein Mythos, dass durchs Kochen alle Vitamine verschwinden. Es stimmt nicht. Bleiben schon noch Vitamine über. Es gibt dann noch den Unterschied zwischen den wasserlöslichen Vitaminen, das Vitamin C ist wasserlöslich und das Vitamin, die B-Vitamine, und zwischen den fettlöslichen Vitaminen, das ist A, D, E und K. Und die wasserlöslichen Vitamine, wenn du jetzt ein Gemüse kochst, eben, dann löst sich das mehr auf als jetzt die fettlöslichen Vitamine. Abgesehen davon brauchst du für die fettlöslichen Vitamine auch Fett, um das überhaupt umsetzen zu können. Also auch keine Angst vor Fett. Aber das Interessante ist eben, es beeinflusst sich alles gegenseitig. Das heißt, wenn du einen Apfel isst, in einem Apfel ist primär mal nicht so viel Vitamin C drinnen wie zum Beispiel in einem Paprika oder einer Orange. Wobei Orangen auch gar nicht so viel haben, wie man denkt, aber mehr als ein Apfel. Aber durch das Zusammenspiel von Vitamin C im Apfel mit den anderen Mikronährstoffen, die da drinnen sind, mit den anderen Vitaminen und Mineralstoffen und Spurenelementen, kann der Körper das viel besser aufnehmen, als wenn du das isoliert als einzelnes, als Tablette sozusagen isst, als Vitamintablette. Deswegen möchte ich auch ein bisschen anregen zu Skepsis gegenüber Nahrungsergänzungsmitteln. Wirklich gut überlegen, brauchst du das wirklich, und dir immer vor Augen halten, dass der Körper aus natürlichen Nahrungsmitteln diese Stoffe viel besser umsetzen und aufnehmen kann. Und dass den Nahrungsergänzungsmitteln auch nichts helfen, wenn zum Beispiel deine Verdauung spinnt und nicht gut funktioniert, weil dann kann mit einer schlechten Verdauung kannst du auch die Vitamine aus den Nahrungsergänzungsmitteln gar nicht umsetzen. Und nach TCM ist das auch etwas, was alles die Milz fordert. Das Milz-Qi ist eben für die Verdauung zuständig. Und auch Nahrungsergänzungsmittel müssen eben verdaut werden. Das heißt, wenn du einen Milz-Qi-Mangel zum Beispiel hast, mit Müdigkeit, mit Intoleranzen, mit Blähungen und so weiter, dann kann es gut sein, dass du dann auch die Nahrungsergänzungsmittel nicht gut aufnehmen kannst. Das heißt, das ist auch zu bedenken. Aha, Kahn fragt, Vitamine und Qi, wo liegt hier der Unterschied? Ich würde sagen, Vitamine ist einfach ein Teil vom Qi. Also Qi hat verschiedene Bedeutungen. Qi ist prinzipiell die Lebensenergie. Das ist das, was wir brauchen, um gesund und lebendig zu sein. Das heißt, Qi ist das, was uns unterscheidet von einem toten Stück Fleisch. Qi ist das, was uns lebendig macht. Qi fließt durch unseren Körper, versorgt alle Organe, und wir bekommen das Qi eben primär zu einem großen Anteil aus der Nahrung. Und man verwendet den Begriff Qi auch dafür, um sozusagen Nahrungsmittel einzuteilen in Qi-reiche Nahrungsmittel und Qi-arme Nahrungsmittel. Und da würde ich sagen, ist eben damit gemeint, die westlich gesehen, die Nährstoffe, die ein Nahrungsmittel liefert. Und natürlich ein frisches Nahrungsmittel liefert mehr Qi als ein abgepacktes Fertigprodukt zum Beispiel. Und da sind Vitamine eben einfach ein Teil davon, von diesem Qi aus den Nahrungsmitteln. Also auch diese Lebensenergie. Ja, eigentlich ist das fast eins von den wichtigsten Sachen, die ich euch heute noch mitgeben möchte. Oft ist es wichtiger, was wir weglassen, als das, was wir dazu nehmen. Und ich denke, das ist etwas, was nicht so angenehm ist, beziehungsweise was auch ungewohnt ist für unsere westliche Denkweise, weil wir sind gewohnt, dass wir eben bei Nährstoffen zum Beispiel, dass wir dann eben irgendein Präparat nehmen oder irgendein tolles Nahrungsmittel wie keine Ahnung, Erdmandelmehl oder Braunhirse, irgendwas, wo ganz viele tolle Sachen drinnen sind, und versuchen uns dann möglichst noch mehr irgendwie gut, damit wir gut versorgt sind, und versuchen wir uns noch mehr zuzuführen. Aber oft ist weniger mehr, und es ist besser, wir lassen bestimmte Sachen weg, nämlich die Qi-Räuber oder Vitaminräuber. Und das ist jetzt nichts rein TCM-mäßiges, sondern das ist auch im Westen natürlich schon lang bekannt, dass bestimmte Nahrungsmittel wie der weiße Zucker oder das Weißmehl und natürlich auch Fertigprodukte uns einfach Vitamine rauben. Ganz wichtig sind da auch die Getränke, also die Softdrinks. Und da ist es
da kannst du, wenn du das Gefühl hast, du hast irgendwie zu wenig Vitamine, kannst du viel mehr erreichen, indem du aufhörst, Cola zu trinken oder indem du versuchst, weniger Zucker zu essen und weniger Weißmehlsemmeln, als indem du dir noch und noch ein neues Präparat kaufst und wieder eine Kur mit irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln machst. Und ja, das hört man nicht so gern, weil es bedeutet natürlich Verzicht. Wer will schon gern verzichten? Aber es wäre natürlich die viel nachhaltigere Variante, als einfach immer nur nachzuschieben mit irgendwelchen Mitteln, wenn man einen Mangel an Vitaminen hat. Und nicht nur Nahrungsmittel wie eben die eben erwähnten rauben uns Qi oder auch eben Vitamine und Mineralstoffe, sondern auch Medikamente. Das heißt, die Antibabypille zum Beispiel, Cortison, Säurehämmer, wenn wir Sodbrennen haben und Säurehämmer nehmen, natürlich Antibiotika, wenn wir regelmäßig oder Schmerzmittel. All das raubt dem Körper tatsächlich auch Vitamine. Und im Endeffekt wäre das Ziel, nicht immer nur sozusagen die Symptome zuzukleistern, also das Kopfweh mit dem Schmerzmittel wegzukriegen, und so weiter, und auch eben nicht mit einer Vitamintablette den Mangel aufzufüllen, sondern wir sollten schauen, was sind die Ursachen? Warum habe ich immer wieder Kopfweh oder woher kommt es, dass ich einen Vitamin C-Mangel habe? Und dann eben anzufangen, die Verdauung zu sanieren. Da findest du viele Tipps auf meinem Blog, wenn du deine Verdauungsbeschwerden also als Suchbegriff eingibst. Also es gibt ein Suchfenster in meinem Blog auf ernährungsberatung-wien.at. Wenn du dort eingibst Verstopfung oder Sodbrennen und so weiter, findest du die Tipps, wie du das ernährungsmäßig machen kannst. Und natürlich der gesamte Lebensstil. Also bevor du Präparate nimmst, um irgendwas zuzuführen, würde ich zuerst einmal versuchen, regelmäßiger zu schlafen, früher schlafen zu gehen, Pausen unter Tag zu machen, besser zu atmen, zu einem tieferen Atmen zu kommen, mehr Wasser zu trinken, weniger Kaffee, auch so ein schöner Qi-Räuber, dir mehr frisch zu kochen und so weiter. Und da kannst du einfach dann die Ursachen angehen, ne? Und das ist sinnvoller als eben Präparate zu nehmen. Wobei ich nicht sage, dass es manchmal nicht sinnvoll sein kann. Es kann sinnvoll sein, aber oft ist es einfach, ja, wären andere Methoden sinnvoller. Übrigens, Vitamin E, das habe ich noch nicht gesagt, eben die fettlöslichen Vitamine, also A, D, E, K, die können eben auch wirklich überdosiert werden und die können tatsächlich auch zu Erscheinungen führen. Also bitte nimm nicht einfach so Vitamin E oder so, sondern das kann nicht passieren, wenn du es mit Nahrungsmitteln zu dir nimmst. Aber mit den Präparaten kann das auch passieren, dass es überdosiert wird, dass es zu viel ist und dass du Vergiftungserscheinungen bekommst sogar. Also gesundliche Probleme. Also so vielleicht zum Abschluss, wenn du dir zum Beispiel frische Kräuter immer wieder drüber streust, es sind auch ganz viele Vitamine und gute Nährstoffe drinnen. Also sowas wie Petersilie ist sehr Vitamin C-reich. Wenn du zwischendurch einen frischen Apfel isst, wenn du jetzt im Sommer zwischendurch Beeren und so weiter isst, musst du dir über die Vitamine gar keine Sorgen machen. Musst du auch so nicht, aber dann noch weniger. Also, ich hoffe, ich habe dir ein bisschen mehr sozusagen Freiheit und Entspannung für die Ernährung mitgeben können heute, dass du dir da weniger Gedanken machst. Das Wichtigste ist wirklich aus meiner Sicht, aus der TCM-Sicht auch, auf die Verdauung zu achten. Wenn die gut funktioniert, dann passt alles. Und natürlich, dass du dich wohlfühlst, dass dir das Essen schmeckt. Dass dir das Essen schmeckt, ist ganz wichtig. Und dann kann nicht mehr viel schief gehen, auch nicht mit den Vitaminen. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!